könnten wir auch schön mehr Gold kriegen. Hundert kostet der Glückswürfel. Stundenglas, Alter. Zinnfiguren plus 1 auf alle Fähigkeiten. Was macht denn der alle Tisch da eigentlich? 5 XP. Der gibt 10% mehr Gold. 5% im Kampf gefundene Gegenstände. 4% kritische Trefferchance. 5% Lebenskraft entzogen. Yoga, 10% TP. Karate-Rate, plus 1 Angriff und plus 5 Magie. Verlies, was? Minus 15% Reisekosten, plus 50% Reisegeschwindigkeit, okay. Und Doc Düse, plus 1 Magie und plus und Regeneration, plus 1, okay. Polizeistation, 15 Magie. Plus 8 Mindestdauer von Eintrag zum Eintrag von Gegenständen, permanenter Effekt, plus 18 TP, plus 4 zusätzliche Magie, aber die Karte plus 50% Wiederbelebungskosten und 30 Kosten ist eigentlich viel besser. Und das Schild bleibt auch da hängen. Plus 1 EP, plus 2 HP. MP. Mellentür. Verliestür. Und Kerkertür. Ein kritischer. Okay. 30 XP. Verlust bei Zielkontrolle. Ah, okay. Ach, Verlust der Zeit. Verlust der Zielkontrolle, okay. Teppich des Zeigs. Bärenfell. Und Teppich, Reisekosten, ah ja. Monsterhandbuch. Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Okay. Spielerhandbuch, das ist ein Angriff. Meisterhandbuch. Und vergessene Quests. 10% Erfahrung auf Quests. Toll. Fisch. Mr. Beaver. Johnny 6, Drache und Hund. Oh, es gibt noch eine andere Wand. Königliche Wand, plus 10 Gold aus Kampf, plus 20 Bergbauerfolg, die will ich haben. Okay. Dann haben wir den Händler auch mal durchgeguckt. Ich sage, geht's weiter zum Kampf. Oh, das wäre richtig hart. Machen wir es ihm mal ein bisschen leicht. Ihr könnt nicht vorbei. Wieso muss ich die blöde Quest eigentlich annehmen? Egal, Gruppenheilung. Gruppenheilung. Dieses Mal war die Gruppenheilung ja gut, okay. Ja, da könnt ihr nichts dagegen sagen. Doch, solange ihr es noch könnt.
Aufwachen. Frühstückszeit. Oh ja, oh, 10 grüne Äpfel noch, okay. Was zum Geier? Du tankst. Ich hab gehört, der Ritter tankt. Son the best, yeah. Spalten. Wolpes ein. Oh, der Krieger ist fast tot. Drachenblut. Zack. Regeneration auf den Krieger. Oh ja, sollte ich jemand solche Geräusche wie singen oder sowas machen? Einfach nicht beachten, ja? Niederstrecken. Gegenschlag. Und jetzt noch normaler Angriff. Bam. Bam, baby, bam. Oh yeah, it's all in the best, yeah. Noch ein Schwertschlag. Und du. Hamm. Und du stirbst gleich. Und zack, tot. Okay. Es sind nur noch... zwei da. Los, stirb. Oh yeah. 43 Gold. Oh yeah. It's all the best, yeah. Ich würde jetzt mal verspotten machen. Allzeit bereit. Den Zirkel der Heilung, der wäre nicht schlecht. Und das Drachenblut natürlich. Die macht 60% mehr TP. Werden abgesaugt. Hustus, ich hab gehört, den kaufe ich jetzt. Habt ihr Pizza bestellt? Egal, lasst uns Rollen spielen. Bitte nicht schummeln. Oh, als letztes ist er dran. Ich interpretiere die Zahlen da oben einfach mal, als wer an der Reihe ist. Weil es kommt mir logischer vor. Weil es kommt die dran. Ja. Insta-Death. Lol. Und
und im Kampf sind Wiederbelebungen ausgeschossen, außer man den Battle Rest. Aber sowas gibt's ja hier leider nicht. Nur in der World of Warcraft, ja. Oder vielleicht noch woanders, ich weiß es nicht. Ah ja. Für 0 Gold wiederbeleben. Jetzt kriegt ihr erstmal ein bisschen Erfahrung. Seid ihr startklar? Lol, 2 Level Ups. Jetzt gehen wir in die Quest ab. Super, die Äpfel sehen aber lecker aus. Ob ich wohl ein paar verputzen könnte? Mampf, Mampf, Mampf. Der sieht schon so dick aus. Der ist eigentlich schon so dick, der Jäger. Ihr habt es geschafft, aber ich muss euch noch um einen weiteren Gefallen bitten. Fähigkeitspunkte. Manasch. Strom. Oh, ein Fisch. Phoenix aus der Asche. Belebt einen Freund wieder. Wiederherstellung 40 HP. Kann man hier eigentlich noch ein stärkeres Dings haben, außer das 6500? Nein. Schade. Ich wollte jetzt gerade gar nichts kaufen. Was, den Rollenspiel? Gott sei Dank, ich habe was gekauft. Was machen wir jetzt? Blutedelsteine. Verzauberer. Ich brauche einige Gegenstände aus der Teufelshöhle. Könntet ihr dorthin gehen und sie mir bringen? Klar, warum nicht? Es ist eh langweilig. Wir werden es tun. Seid ihr bereit zum Beutemachen reisen? Ja. Nein. Dieses Mal sind die Bergbosskis nicht so super. Doch haben wir jetzt wieder. Sieg oder Tod? Kämpfen. Oh, schwarze Fledermaus. Sieg oder Tod? Feuerball, Pam, Patsch. Oh yeah. Das sage ich nur. Sieg oder Tod für die Horde. Ich glaube, das wird langsam irgendwann langsam etwas zu viel mit hier. World of Warcraft. Oh ja, und ich nehme das jetzt heute alles an Halloween auf, natürlich. Aber es kommt heute nicht raus, weil heute kam ja 2 Folgen Paraworld. Und darum wollte ich immer, wenn ich komm einfach morgen dafür 2 Folgen Knights of Pen and Paper raus. Und ich werde jetzt etwas länger aufnehmen als nur 2 Folgen.
rein. Will ich Regeneration. Kann ich eigentlich auch einen Gegner heilen? Tatsache. Jawohl. Da heilt er einfach mal den Gegner. Schnell, heal mich! Du hast den Gegner geheilt! Ups. Oh oh. Oh mein Gott, ein Königsschleim! Ich sag ja, der Feuerball ist OP. Niederstrecken! Der Hammer! With the Hammer of Fate! Bah! Das müsste echt der Hammer der müsste eigentlich Hammer der Gerechtigkeit heißen. The Hammer of Fate. The Hammer of Fate. Und dann gibt's nochmal Faith, oder? Heißt es Faith? Faith müsste, glaube ich, bei der Glauben sein. Da muss ich mal nachschauen nochmal. Gehen auswendig, weiß ich das gerade nicht. Genau, hau mit deinem Zauberstäbchen drauf. Mit deinem magischen Zauberstäbchen. Wow, das war jetzt eine schwere Geburt. I am Blue Edelstein, wow. Er ist Level Up gegangen, ja. Vereisen kann sehr nützlich sein eigentlich. Habe ich mir so gerade mal nebenzu gedacht. Ha, okay. Frühstückszeit! Kämpfen. Gegen was kämpfe ich denn? Gegen drei schwarze Fledermäuse. Urplötzlich kommen drei böse schwarze Fledermäuse aus dem Dunklen hervorgekrochen. Geflogen, nicht gekrochen. Tut mir leid, mein Fehler. Na. Spalten. Gegenschlag. Zorn der Bestie. Feuerball. Zack, tot. Zum Startdorf. Mit jeder Nacht steigt die Gefahr. Welche Gefahr denn? Großer Phönix aus der Asche. Ich würde sagen, kaufen wir mal zwei EP-Tränke. Das habe ich gekauft. Ich hoffe, ich kann es auch nutzen. Nein. Oh, die Zutaten. Ihr habt mir sehr geholfen. Juhu, ihr habt es geschafft. Endlich. Lol, alle Level Up. Ist der Party-Löwe schlechthin. Sein mächtiges Spalten kann niemand aufhalten, aber der Schlag ist nutze ich eher. Er ist nicht besser, sondern den nutze ich einfach eher.